Lieschen, liebes Lieschen, was raschelt im Stroh? Und damit herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play Crysis. Und der Ladebildschirm Onslaught, der ist gerade am Laden. Wir haben die Explosion des Panzers mitbekommen und landen jetzt hier. Team wunderbar. Hier Zentrale. Wir stoßen jetzt durch das Tal zur Mine vor. Ich wiederhole, unser Ziel ist die Mine. Rechnen Sie mit heftigem Widerstand durch KVA-Panzer. Ja, Command, hier ist Strickland. Was ist mit der Luftunterstützung? Over. Keine Chance. Der Luftraum ist nicht sicher. Unsere Jets bombardieren strategische Ziele auf der anderen Seite der Insel. Bis auf Weiteres müssen Sie ohne Luftunterstützung auskommen. Verstanden. Dort muss es eben auf die harte Tour gehen. Alle Einheiten, hier Major Strickland. Luftunterstützung fällt aus. Rücken jetzt zum Primärziel Alpha vor. Vorwärts! Ei, Karamba. Die erste Verteidigungslinie ist eine Blockade am Bahnhof. Alle und zwei stehen unter schwerem Beschuss. Die lassen uns den Arsch auf. Ist klar. So, hier ist eine ganze Menge am Laufen. Wir speichern am besten mal ab und sind hier. Panzer haben 30 Schuss, sehe ich. Und Sekundärwaffe unendlich viel. Ja, mal schauen, ob wir hier nicht ordentlich einmal abseilen können. Guter Schuss, O2. Das waren wohl nicht wir. Allerdings sollten wir mal unseren Kumpels helfen. So, das ist ein Kumpelpanzer. Ei. Von da hinten kommt anscheinend heftiger Widerstand. Ich muss mich ein bisschen an die Steuerung gewöhnen. Steuert sich so ein bisschen wie in Minecraft. Eieiei, was hier für ein Widerstand gefahren wird. Bisher sehe ich noch nicht so ganz, wo die Gegner herkommen. Das sind scheinbar Kompagnons, alles klar. Dann wollen wir mal schauen, dass wir hier nicht allzu schnell mal den Leuten in die Arme rennen. Eieiei. Da oben ist scheinbar einer drauf. So, ich hoffe, wir haben... Erledigen Sie die Raketenwerfer. Ja, welche denn? Himmel hilf. Ist das da hinten einer? Nee. Wo sind die Raketenwerfer? Ja, wir stürmen einfach mal so ein bisschen nach vorne. Mal Richtung Ziel. Eieiei. Ich will den Panzer ungern verlieren. Wir sind am Bahnübergang auf heftigen Widerstand gestoßen. Können Sie die Sache regeln? Ich habe alles im Griff, Major. Wow. Alter Schwede. Von wo kam denn der? Haben wir ihn erwischt? Ich hoffe. Alter Schwede. Alter Schwede. Ah. Ist der Panzer außer Gefecht? Scheiße. Ich hoffe mal, der ist jetzt kaputt. Scheiße, unser Panzer ist gleich im Arsch, ne? Alter Schwede, da hat's uns zerrissen. An diese Mission muss ich mich, glaube ich, erst ein wenig gewöhnen. Jawolla! Ich glaube, den haben wir erwischt. Eieiei, hier knallt es aber auch derbe. Ich würde mich ein bisschen unsichtbar machen. Ist aber nicht mehr so ganz möglich. Am besten wir bleiben so... Ja, am besten ein bisschen in Bewegung. Alter Schwede. Ist er kaputt? Ich glaube, der ist hin. Der ist hinüber. Ich schätze es einfach mal. Eieiei. Eieiei. Ach, das waren Raketenwerfer, alles klar. So. Ich hoffe, wir haben die Sachen hier ausgehoben. Boah, Junge, hier geht's ja richtig ab. Was für eine Mission. Ei, Karamba. Haben wir den? Ich glaube, den haben wir soweit. Aber unser Panzer hat's auch schon gut zerrissen. Eieiei. Ja, na super, der nächste Panzer ist down. Da sind scheinbar Gegner mit. Haben wir sie? Ist der Junge kaputt oder schießt er noch? Scheiße, der ist so eine Heile. Alter Schwede. Oh. Alter. Verdammte Brille. So richtig bin ich mir nicht so ganz sicher, was zu tun ist.
Laut Radar haben wir auf jeden Fall Gegner. Ich bin getroffen. Relativ weit vor uns, haben auch nur noch 18 Schuss. So. Ich glaube, die haben wir erledigt. Wow. Der Einschlag war nah. Verdammt, ja, Mann, Jungs, ich probiere es. Wenn der Bahnhof gesichert ist. Ihr seht aber schon, dass hier überall Raketen fliegen, ne? Alte Schwede. Unser Panzer ist gut hinüber, ey. Wow! 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 Oh! Oh! Alte Schwede. Noch so ein Treffer. Überleben wir nicht. Verlasse den Panzer. Okay. Alte Schwede. Das hier wird jetzt, glaube ich, um einiges schwerer werden, als es hätte werden sollen. Alte Schwede. Wir müssen den Bahnhof clearen. Von irgendwoher schießt jemand. Alter Schwede. Ich weiß nicht, ob man diese Mission ohne Panzer machen soll. Das ist auf jeden Fall Panzer von unseren Kumpels. Ich renne mal kurz hin. Und steig vielleicht mal ein. Na Jungs. Ihr gehört doch zur Truppe. Lass mich doch mal mit ran. Ja, da steht unser... Ja, ja, ist mir schon klar. Ich will den Panzer nur schnell wegfahren. Dass ihr ein bisschen weiterkommt, Jungs. Aber wir kommen da nicht rein, alles klar. Dann müssen wir jetzt wirklich mal hier auf eigene Faust machen. Ich speichere mal ab. Und wir schauen mal, dass wir die Gegner hier aus der Entfernung... Immerhin sind das die Raketenwerfer. Wow. Renn schneller, Dude. Okay. Kumpels von uns, alles klar. Wow. Dann gehen wir jetzt hier mal auf die Sturmgewehrknarre. Ja, geh doch mal näher ran, Junge. Geh doch mal näher ran. Scheiß Raketenwerfer. Ah, wie gut die gesichert sind, die Viecher. Alter. Alter, wie gut die gesichert sind. Ah, fast keine Chance, die zu erwischen. Ich schieß mal. Ah, da kommt man nicht so einfach rein. Na. Okay, erwischt. Oh, scheiße. Okay, pass mal auf, Panzer. Hier sind überall so viele geile Raketenwerfer. Da kann ich doch mal... Wo ist unser Raketenwerfer? Hab ich den Raketenwerfer weggeworfen? Vermaledeiter Mist. Ich glaube, wir haben den Raketenwerfer verloren. Na gut, dann Sturmgewehr unsichtbar machen. Und wir versuchen uns da mal, ja, anzulufen, wollte ich gerade sagen. Okay. Alles klar, ich sehe hier gerade keine Feinde hinter uns. Hier müssen wir hochspringen. Auf dem Radar sind auch gerade nicht unbedingt Feinde zu sehen. Okay, Junge, okay, Junge. Mach dir keinen Stress. Du kannst nur einen Raketenwerfer tragen. Aber was ist denn da los? Wo ist denn der Raketenwerfer? Wow! Wo ist denn der Raketenwerfer hin? Ich finde den gerade gar nicht. Ich versuche mal hier durch die Waffen durchzuswitchen. Nee. Ach komm, wir nehmen jetzt einfach die Sprengladung. Ist doch egal, damit geht's auch. Aber ich wundere mich gerade, warum der Raketenwerfer nicht mehr zu benutzen ist. Ah, da war er wieder. Wow. Jetzt ist der Raketenwerfer wieder da. Toll. Ja, dann macht das mal bitte, Jungs. Deckung ist uns super duper wichtig. Raketenwerfer haben wir noch voll. Alles klar, die Jungs geben uns Deckung. Dann stoßen wir zum Bahnhof vor. Mann, oh Mann, ist das spannend.
So. Das konnten wir klären. Da oben ist auf jeden Fall... sind hier Minen, alles klar. Da muss man rennen, das habt ihr mir schon erzählt. So. Komm doch raus aus deinem scheiß Geschütz da. Sehr gut. Haben wir ihn erwischt? Ich glaube, wir haben ihn erwischt. Alles klar, ein Senkrechtstarter ist unterwegs. Das sind unsere Kompagnons. Okay, alles Kumpels. Weniger kumpelhafte Leute. Na, Gegner packen. Da ist er. Tackle. Und weg ist er. Maschinenpistole wollten wir erstmal nicht benutzen. Hier sind überall Gegner. Wow. Scheiße. Ladung abgesetzt. Oh. Ich wiederhole, Ladung abgesetzt. Okay, erwischt. Wow. Und da ist... auf jeden Fall ist da oben Potenzial für eine Granate. Ich hoffe, wir haben sie erwischt. Eieiei. Na, Jungs. Überraschung. Wow. Okay. Ich glaube, wir haben es. Gute Arbeit, meine Herren. Roman, der Wagon blockiert unseren Vormarsch in das Tal. Zerstören Sie ihn, aber passen Sie auf. Könnte ein Munitionslager sein. Das machen wir, aber vorher holen wir uns natürlich die Scharfschützenmunition hier oben. Was für eine geile, geile Mission, ja? Zack. Präzisionsgewehrmunition. Sehr schön. Jetzt haben wir die Scharfschütze wieder voll. Allerdings haben wir die Dings nicht voll. Aber die werden wir gleich voll machen. Maximale Panzerung. Wow, da wäre ich beinahe runtergerutscht. Wie geil dieses Spiel auch aussieht, wirklich. Der Hammer. Und da ist unten irgendwo der Waggon. Den werden wir einfach mal kaputt schießen. Mit unserem Raketenwerfer. Hier liegen ja genug rum eigentlich. Zum Beispiel hier. Dann lasst uns doch mal kurz... einfach mal hier so... Strickland, ich habe den Waggon erledigt. Der Weg ist frei. Ist das ein Kumpel? Wir brechen jetzt durch. Geben Sie uns, wenn nötig, Deckung. An alle Einheiten, der Bahnhof ist gesichert. Vorrücken zum Primärzielen einfach. Die KVA hat in dem Tal ein Munitionslager. Räuchern wir das Ding aus. Ja, okay. Ihr schießt ja mal kurz den Berggipfel ab. Ganz einfach, um die Waffe hier zu wechseln. Komm her, Raketenwerfer. Wow. Scheiße. Was war das gerade? Ach. Strickland, ich hab den Waggon erledigt. Der Weg ist frei. Roger Nomad, wir brechen jetzt durch. Geben Sie uns, wenn nötig, Deckung. Ich kann euch sagen, was gerade passiert ist. Der Bahnhof ist gesichert. Vorrücken zum Primärziel einfach. Die KVA hat in dem Tal ein Munitionslager. Räuchern wir das Ding aus. Kann ich sagen, was passiert ist? Ich habe mal die Rakete abgeschossen, die war noch nicht detoniert. Und es ist ja eine Zielrakete. Insofern haben wir quasi das Problem gehabt, dass die Rakete uns selber getroffen hat. So, und wir stürmen jetzt hier, weil wir die ja quasi auf uns gelenkt haben. Und wir stürmen jetzt hier zum primären Ziel. Kommen hier nicht so ohne weiteres runter, wie es scheint. Ich empfange irgendein Störsignal. Oh oh, Hubschrauber. Hubschrauber. Tarnfeld aktiviert. Energie kritisch. Maximale Panzerung. Was zum Teufel war das? Oh, das war heftig. Hier löst sich gleich alles in Wohlgefallen auf. Marines, denkt an die Mission. Wir nähern uns einer Verteidigungslinie der KVA. Wir fahren einfach mit dem Kopf durch die Wand. Alte Schwede. Die KVA hat in der Nähe des Dorfs ein Munitionslager. Wenn wir es zerstören, schneiden wir ihnen den Nachschub ab. Verstanden. Alter, die ganze Insel fliegt auseinander. Ja, was geht denn hier ab?
da ist der. Da sind die. Ach, je, Mini. Ich geh mal besser ins Tarnfeld. Unsere Kompagnons kommen. Einen Raketenwerfer würde ich unheimlich gerne haben, Junge. Na, endlich. Shit, noch eins. Es sind überall diese Jungs auf den Fliegern. Aber ich weiß ganz ehrlich nicht, ob ich die erwischen würde, weil die schon gut weit weg sind. Ah ja, ja, aber unsere Jungs sind schon weiter vorne. Wir müssen vorstürmen und ihnen helfen. Ich habe Angst vor den Helikoptern, muss ich sagen. Das ist einer unserer Panzer, sehr gut. Von irgendwo werden die Jungs angegriffen. Ich hoffe mal, dass sie unseren Panzer mal einigermaßen heilen lassen. Von da oben! Ah, okay. Auch Kumpels, gut. Dann helfen uns die Leute. Oh Mann, hier ist richtig was los auf dem Schlachtfeld. Aber ich würde mal sagen, das sehen wir erst in der nächsten Folge, meine Lieben. Ich sag, mein Name ist Bernhard und tschö.